Hallo zusammen, Meier3007 hier und herzlich willkommen zu meiner Rezension des Buches Der Schorsch geht heim von Florian Bock. Das Buch ist im Gmeiner Verlag erschienen, von dem es mir als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt wurde, hat 345 Seiten und kostet 15 Euro. Georg Kerscher, allgemein Schorsch genannt, wird nach einer durchzechten Nacht in der Disco tot aufgefunden. Der arme Mann wurde überfahren. Es sieht alles nach einem sehr tragischen Unfall aus. Aber es gibt auch Zweifel an der Sache, denn es gab am Tatort überhaupt keine Bremsspuren. Und so bittet die Kripo Richard Sonnleitner, einen jungen Polizisten vor Ort, doch inoffiziell die Fühler mal ein bisschen auszustrecken und sich ein bisschen umzuhören. Und so kommt Richard gemeinsam mit seinem Kollegen an seinen ersten Mordfall. Die Spur führt ihn unter anderem zu einem großen Bauunternehmer vor Ort, der das Mordopfer und seine Großeltern aus seinem Haus vertreiben wollte, um es platt zu machen und einen großen Neubau hochzuziehen. Doch Schorsch hat sich vehement dagegen gewehrt. Sollte das etwa ein Motiv sein, musste er weg, um dem Neubauprojekt nicht mehr im Weg zu stehen. Doch dann wird am Osser, einem Berg im Bayerischen Wald, ein Wanderer niedergeschlagen und es kommt zu Drogenfunden. Hängen beide Fälle etwa zusammen? War Schorsch in eine Drogengeschichte verwickelt? Eine weitere Spur, der die beiden nachgehen müssen. Und es kommt zu einem spannenden und gut gemachten Finale, wie ich finde. Das hat mir gefallen. Aber auch privat hat es Richard nicht ganz so leicht, denn seine Ex-Freundin taucht plötzlich wieder auf der Bildfläche auf. Es führt auch zu einigen amüsanten Szenen. Aber ob jetzt der Bauunternehmer oder diese Drogengeschichten hinter dem Mordfall stecken und wer der Täter war, das müsst ihr selber lesen. Die Spannung will ich euch an der Stelle nicht nehmen. Meine Meinung? Schöner Bayern-Krimi. Er hat mir gefallen und konnte mich auch gut unterhalten beim Lesen. Und auch das Cover hier finde ich sehr schön gemacht. Der einzige Kritikpunkt, den ich habe, die beiden Ermittler, mir waren sie stellenweise ein bisschen zu dämlich, muss ich sagen. Ja, man merkt eindeutig, es ist ihr allererster Mordfall, aber trotzdem, manchmal habe ich mir gedacht, komm, so doof kann man sich doch gar nicht stellen. Oder was Richards Kollege da manchmal abgeliefert hat, naja. Wie gesagt, es war mir teilweise etwas zu dämlich, aber alles in allem ein sehr schöner Krimi. Von mir gibt es 4 von 5 möglichen Sternen für Der Schorsch geht heim. In den nächsten Tagen werden noch weitere meiner Rezensionen kommen, also seid da mal gespannt. Beim nächsten Video hören wir uns wieder. Meier3007.